Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das hier ist mein alter iMac von 2013. Erkennt man schon etwas, das flachere Design. 27 Zoll, ursprünglich i5 Prozessor und ein 128 GB SSD mit einem 3 TB HDD als Fusion Drive, sprich einer SSHD. Den ganzen habe ich damals schon aufgerüstet auf ein i7-4771. Und ein 1TB 79 EBU. Jetzt ist das ganze Ding in 2022 natürlich auch schon 9 Jahre alt. Wird ein bisschen langsam. Achso, vergessen, eine GTX 755 ist hier auch noch drin. Wie gesagt, das Ding ist ein bisschen alt, wird ein bisschen langsam. Windows 10 lässt sich nicht mehr installieren. macOS ist mittlerweile outdated, sprich wir sind bei High Sierra stehen geblieben. Ja, Final Cut läuft auch nicht mehr so. Und vielleicht sieht man es ganz leicht auf der Kamera. Das Display ist schon nicht mehr original. Ich habe das Ding ursprünglich mal gebraucht, gekauft vor ca. 5 Jahren. Mit hier oben schon gesprungenem Glas. Ich, intelligent wie ich bin, dachte mir, kannst du ja reparieren. Ich hatte vorhin einen iMac 2011. Da konnte man das einfach magnetisch abnehmen, neue Scheibe drauf, fertig. Ja, kam an, habe ich gemerkt, scheiße, es verklebt. Dachte ich mir auch, nicht so schlimm, kaufst du halt ein neues Display. Display war in Ordnung. Vielleicht ist er nicht teuer. Gut. 600 Euro nur ein neues Display. Gut. Was machst du? Habe ich weitergeguckt. Habe ich mir von einem 2012er 27 Zoll einfach nur das Glas bestellt. Und habe mir damals, sieht man auf Instagram, die alte Glasscheibe, die ja, ich glaube, wieder als Apple, laminiert ist mit dem Display, sprich, der Scheiß ist verklebt, wie bei einem heutigen Smartphone, habe ich damals in schönster Kleinarbeit, wie bei einem Smartphone, das Glasdisplay vom Display gelöst. Hat auch soweit funktioniert, hatte ich auch fast schon alles verklebt, bis mir im letzten Moment das Display aus der Hand gekleidet ist, nicht runtergefallen, sondern ich konnte es fangen am Display-Controller. Problem hierbei, hier in der Mitte, ich mache ihn jetzt nicht mehr an, weil wir ihn gleich aufschrauben, ist ein kompletter schwarzer Fleck, weil wahrscheinlich die Lötstelle vom Display-Controller rausgerissen ist und selbst mit Heißluft ich es nicht mehr habe reparieren können. War in dem Moment kein Problem, das Ding hat 2 Display-Ausgänge, habe ich halt zwei externe Monitore genutzt. Da das Ding jetzt aber langsam ist, möchte ich A, mein i7 hier wieder raus haben und B, meine 1TB SSD und vielleicht auch die 3TB Platte, kann man immer mal brauchen. Vor allem, wenn man einen Black-Server hat und ganz viele Blu-rays rippt, dann wird Speicherplatz doch recht schnell eine sehr große Not. Was wir jetzt heute machen? Wie sieht nämlich auch, dass er leider die Reparatur mittlerweile nicht mehr so hält und das Display jetzt auch schon langsam wieder abgeht. Wir bauen das ganze Ding jetzt auseinander. Dabei seht ihr, was drin ist, auf was ihr achten müsst. Fangen wir einfach mal an, indem wir das hochpräsente Klebeband. Natürlich hatte ich auch von iFixit den Kleber außenrum. Wollte ich aber nie zumachen, weil ich Angst hatte, vielleicht muss ich mal ran, dann muss ich den Kleber wieder wegmachen. Jetzt habe ich natürlich den Kleber immer noch da. Aber deswegen ist das Ganze hier mit gutem Paketband zusammengeklebt. So, ich mache mir jetzt auch gar keine Sorgen mehr, hier irgendwas kaputt zu machen. Das Ding landet eher auf dem Sperrmüll. Ich hole nur noch die Sachen raus, die ich brauchen kann. Das Ding ist einfach zu langsam und es ist halt nicht mehr zeitgemäß. So, jetzt merke ich schon, das Display fällt gerade schon runter. Hier drin sind 2 Display-Konnektoren. Die machen wir lose. Die sogenannte Flexkabel. Soll ich immer mit dem Messer zu sich selber hinschneiden, das ist eine sehr sinnvolle Idee. Ach, jetzt wüsste ich doch. Upala, da wäre es fast runtergeflogen. Ach, ich könnte es auch einfach schneiden. So. Hier schon mal den offenen iMac. Kann ich mein Messer schon mal wieder wegpacken. Jetzt sieht man auch, was ich hier gemacht habe. Ich komme mal ein bisschen zur Kamera. Ich habe nämlich einfach das originale Display mit dem 2012er Glas mit Heißklebe verklebt. Hier sieht man es auch. Hat funktioniert. Das Display hält auch noch. Nur das Display-Rahmen löst sich inzwischen.
Achso. Hier drunter sitzt der Display-Controller, der mir dummerweise beim Hausbau eben runtergefallen ist, beziehungsweise ich habe ihn daran dann gehalten. Stell mir das mal zur Seite. So. Was hat der Depp da denn abgeklebt? Apple hält es für eine sinnvolle Idee, das Netzteil ohne Schutz in dem Gerät zu verbauen. Sprich, hier drunter sitzt offen mit offenen Kontakten das Netzteil. Wenn ihr Linus Tech Tips kennt, kennt ihr das Video mit seinem 5K iMac, wo Anthony versucht hat, das Ding aufzuschrauben, hier rangekommen ist, sich eine gefangen hat und dadurch dann auch das Display damals kaputt ging. Weil Apple meint, oh komm, wir verbauen halt einfach ein offenes Netzteil. Finde ich gefährlich. Finde ich auch nicht so geil, wenn man an die Apple Service Reparatur Typen kennt, wie heißt sie nochmal? Ich glaube Genius, ach, ist auch egal, die Reparaturfritzen von Apple, die dieses Ding dauernd aufschrauben müssen, die tun mir da echt leid. So, was sehen wir hier? Hier ist der große Lüfter, ein Lüfter für GPU und CPU, die HDD, in dem Fall eine Seagate Barracuda mit 3 Terabyte. Und natürlich sitzt CPU, RAM sowie auch die SSD auf der anderen Seite dieses Boards. Sprich, hier muss jetzt alles raus. RAM könnt ihr von hinten, gibt es eine kleine Tür, kommt ihr ran. Das ist aber das Einzige, was ihr ohne Display-Ausbau, was verklebt ist, aus diesem Ding überhaupt rausbekommt. So. Dann legen wir diesen Kollegen jetzt hier mal auf die Seite. Ich hoffe, ihr seht das. Zur Not stelle ich die Kamera einmal um. Holen uns das gute, altbekannte iFixit Mahi Toolkit. So, schauen wir mal, das müsste alles eigentlich das gleiche Torx sein. Ich glaube ein T10 oder so müsste es sein. Ja, T10. Dann müssen wir nämlich jetzt allererstes die Lautsprecher ausbauen, damit wir nachher überhaupt das Mainboard rausschieben können. Weil nämlich unter den Lautsprechern auch noch einige Konnektoren sitzen. Hier ist nämlich schon einer der ersten, aber das ist der Lautsprecher selber. Das war eine Schraube, wo ist die hin? Keine Ahnung, egal. So sieht der Lautsprecher aus, von innen. Das sind zwei Treiber, einmal ein Tiefmitteltontreiber und ein Hochtöner. Ich zeige es auch mal nochmal in die Kamera. Genau, so sieht das aus. Hier ist die Schraube. So, hier ist unsere WLAN-Antenne. Wisst ihr was, ich stelle die Kamera mal kurz um. So, jetzt solltet ihr auch die ganze Schose besser sehen. Lüfter. In dem Fall, wie gesagt, wir reißen jetzt wirklich hier alles raus. Das Ding fliegt raus. So. Hier drunter ist eines der Dinge, vor denen ich am meisten Angst habe. Das vermaledeite Netzteil. Schon ein Teil des Connectors abgebrochen, ist mir auch egal. Wie gesagt, das Ding fliegt raus. Vielleicht verkaufe ich das Mainboard noch auf eBay und den Lüfter. Vielleicht kann es da noch jemand gebrauchen, bevor es wirklich komplett auf dem Schrott landet. Nebenbei,
erzählt mir mal gern, wie ihr die aktuelle Aufnahmequalität findet. Das Ganze ist aufgenommen mit einer Lumix G70. Da diese aber leider ein 30 Minuten Aufnahme, eine maximale Aufnahmedauer von 30 Minuten hat, habe ich das Ganze jetzt an einen VMix angeschlossen und nehme jetzt von HDMI über meine Capture Card direkt in VMix auf. Gern dazu eure Kommentare unten rein, damit ich weiß, ob das gut so ist und ob ich das weiter so machen soll. Irgendwann kommt dann auch hoffentlich das Upgrade auf eine Blackmagic Kamera. Das ist so eigentlich mein Traum. Jetzt muss ich einmal kurz an der Seite gucken, was ich hier noch genau. Der Lautsprecher muss raus. Du darfst auch nach hinten. Wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. Dann bauen wir mal die Festplatte aus. Ich habe so die Hoffnung, dass ich das scheiß Netzteil nicht rausbauen muss gerade. Da wäre ich gerade echt glücklich drüber. Haha, lass mich ran. Die letzte Schraube ist da. Okay. Kriegen wir das jetzt schon raus? Ah, hier sind noch zwei Schrauben. Stimmt, die vergesse ich immer. Und ja, das Teil war aufgrund des Defekts sowieso schon ein, zwei Mal offen. Wie gesagt, zum ersten Mal die SSD nachgerüstet von 128 auf eine Samsung 79 Evo. Und beim zweiten Mal gab es eben das Upgrade auf von i5 auf einen i7. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass du einfach so rausgehst. Na, hier ist das SATA-Kabel. Hängt es aber wahrscheinlich hier an diesem blöden Stecker vom Netzteil. Na, gut, dann müssen wir das scheiß Netzteil ausbauen. Wie gesagt, darauf habe ich absolut gar keinen Bock eigentlich. Eine kleine Pinzette, weil reinfassen muss echt nicht sein. Finde ich übrigens einer der geilsten Werkzeuge zum Schrauben rausholen. So, jetzt gibt es zwei Punkte, an denen man das Netzteil anfassen kann. Einmal hier und einmal da. Das ist hier nämlich ein ganz toller, ja, wie so ein Molex-Anschluss. Ich kann mal gucken. Die Festplatte hängt wo noch dran? Die hängt an dem. Ach. Hier ist nochmal. Okay, gut. Ja. Okay, okay. Ich merke auch, es will raus. Muss ich vielleicht tatsächlich hinten noch einmal die Klappe lösen, vielleicht. Was ich jetzt vorhin voll vergessen habe. Ich merke, es will raus, aber irgendwie noch nicht so richtig. Ich hasse diesen Anschluss so sehr.
wir ihn einfach so rauskriegen. Das wirkt gut. Ja, jetzt ist er draußen. Aha. Das heißt, wir können dieses... Hier ist noch ein Anschluss. Ein fucking offenes Netzteil. Wie kommt man auf so eine scheiß Idee? So, das Ding liegt jetzt mal auf Kunststoff. Können wir nochmal hier gucken. Theoretisch sollte das Mainboard. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt schon den CPU-Kühler abnehmen. Wobei, sicher? Nee, ich glaube nicht. Schon wieder so lange her, dass ich das Ding hier abgegradet habe, dass ich es ehrlich gesagt gerade nicht mal mehr weiß. Ab welchem Punkt man den Kühler abnehmen muss. Aha, ne, ich habe die Schraube vergessen. Hier ist nämlich noch mal eine, die ich vollkommen vergessen habe. T10, wenn jetzt das Problem werden. Habe ich kein T10 in der Größe, gibt es doch gar nicht. Torque 6. Ist auch ein Torx 10. Mit dem komme ich da nicht rein. Habe ich einen Torx 10 im ProTec Toolkit? Mal schauen. TTT, Torx. Ist aber auch kein Torx 10 drin. Torx 6. Doch hier, Torx 10. Du hast da sicher einer drin. Jetzt ist die Mühle locker. Können wir diesen Torx 10 schon wieder zurückgeben, damit das ProTec Toolkit von iFixit vollständig bleibt. Du jetzt gerade. Ah, hier links. Das doch. Das ist zu klein. Und es ist frei. Ha, doch kein Samsung, meine Kingston. Egal. Hier sehen wir das Mainboard. So. Nun haben wir auch das Mainboard aus dem iMac entfernt. Das legen wir jetzt nochmal zur Seite und holen als allererstes hier noch einmal die Festplatte raus aus ihrem kleinen Rahmen. Sie wird Special Adapter. Da haben wir die Festplatte. Damit ist der iMac leer. Bereit, seines Weges zu ziehen. Das ist vielleicht auch noch was Sinnvolles, was man vielleicht verkaufen könnte. Aber mal sehen, vielleicht verkaufe ich dafür ein paar Sachen auf eBay. Kann man sicherlich genug gebrauchen.
Gerade so Lautsprecher, Lüfter, Kühler. Vielleicht auch das Mainboard. Das Netzteil, ja, wobei könnte man verkaufen. Muss ich mir angucken. So, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Bei Kritik, Anregungen, Kommentaren natürlich unten in die Kommentare. Schaut auch gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort findet ihr mehrere Links zu Werbepartnern, wie zum Beispiel Vivid. Vivid ist ein von der Solaris Bank AG geführtes Bankunternehmen, worauf ihr mit meinem Link aktuell 20%, nein, nicht 20%, sondern 20 Euro Cashback erhaltet. Sprich, ihr meldet euch an, gebt einmalig einen Betrag mit mindestens 20 Euro aus und bekommt 20 Euro als Cashback wieder direkt zurück. Damit würdet ihr mich unterstützen, das würde mich natürlich freuen. Wenn ihr schon ein Vivid-Konto habt, dann wisst ihr ja, wie gut Vivid ist. Wir sehen uns, wie gesagt, beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Macht's gut. Ciao.